Also das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Friedrich Merz muss wirklich komplett verzweifelt sein, denn was er heute auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Halle von sich gegeben hat, das war wohl der größte Witz des Jahres. Und damit willkommen in meinem kleinen Strandhaus hier bei Demokratisch Denken. Ja, in der CDU greift die Panik um sich, denn schließlich hat die AfD ja seit dem Sommer schon wieder etwa 4% zugelegt. Zumindest nach der INSA-Umfrage schwankt sie etwa zwischen 19 und 20%. Und das weiß natürlich auch Friedrich Merz, der ja bestrebt, im nächsten Jahr bei den Bundestagswahlen Kanzler zu werden. Aber mit dieser Aussage jetzt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union hat er sich wirklich ins eigene Fleisch geschnitten. Und er hat ja sogar schon vor dem desaströsen Auftritt auf X gesagt: Es gibt in Deutschland keine linke Mehrheit mehr, sondern eine theoretische Mehrheit rechts der Mitte. Ja, Herr Merz, das haben Sie schon mal sehr gut erkannt. Wir haben mit der CDU eine 30%-Partei und mit der AfD eine 20%-Partei. Und vielleicht könnte man mit etwas Fantasie sogar noch die FDP dazu zählen, falls sie nicht rausfliegt. Aber wir haben definitiv eine Mehrheit Mitte rechts. Und eine Koalition würde ganz offensichtlich hier auch dem Wählerwillen entsprechen. Also eigentlich ein ganz klarer Fall. Aber nein, Friedrich Merz muss natürlich nochmal auf die Brandmauer pochen. Aber wir sagen ganz klar, mit der AfD werden wir nicht zusammenarbeiten. Ja, natürlich. Aber womit er die Leute dann überzeugen will, auf keinen Fall die AfD zu wählen, das war wirklich der Witz des Jahres. Wer aber möchte, dass es wirklich zu einem Kurswechsel in der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, in vielen anderen Bereichen, wer wirklich möchte, dass es einen Kurswechsel in Deutschland gibt, der darf nicht diese Leute wählen, die sich Alternative für Deutschland nennen. Jede Stimme für die AfD stärkt in Wahrheit diejenigen, die links von der politischen Mitte Einfluss behalten auf die Politik in Deutschland. Wer eine Korrektur will, muss die Union, CDU und CSU wählen. Und nur dann, wenn wir die mit Abstand stärkste politische Kraft in Deutschland werden, nur dann, wenn wir mit Abstand vor allen anderen liegen, kann es wirklich einen solchen Kurswechsel in Deutschland geben. Meine Güte, Herr Merz, also ich muss Ihnen ja wirklich vollen Respekt aussprechen, dass Sie diesen Text ohne zu lachen dort vortragen konnten. Ich meine, was glaubt er, was er hier bekommt? Die CDU wird niemals die absolute Mehrheit erlangen. Also bleibt ihr bei ihrer albernen Brandmauer nur die SPD und die Grünen. Aber der beste Witz war wirklich der Kurswechsel. Nur dann, wenn wir mit Abstand vor allen anderen liegen, kann es wirklich einen solchen Kurswechsel in Deutschland geben. Ja, genau, ein Kurswechsel mit der CDU. Wir erinnern uns, dass die CDU damals für das Verbrenner ausgestimmt hat. Von dem wir jetzt merken, dass es eine Katastrophe war, weil die Menschen eben keine Lust haben, sich irgendwelche Autos aufzwingen zu lassen. Vor allem, wenn diese noch dazu deutlich teurer sind und eine niedrigere Reichweite haben. Dann der katastrophale Atomausstieg, den die CDU unter Angela Merkel eingeläutet hat. Und warum, verstehe ich bis heute nicht. In Japan, also praktisch am anderen Ende der Welt, kippt es ein Tsunami, weswegen die Kühlung in einem Atomkraftwerk in Fukushima ausgefallen ist, was dann wiederum zur Kernschmelze geführt hat, wodurch am Ende tatsächlich ein Arbeiter durch die Strahlung ums Leben kam. Die restlichen Menschen sind an dem Tsunami gestorben. Ja, und in welchem Land wurden die meisten Geigerzähler verkauft? Genau, auf dem anderen Ende der Welt, in Deutschland. Geigerzähler in Deutschland schon ausverkauft. Das war 2011. Die Welt schreibt, Atomstrahlenmessgeräte sind in Deutschland offenbar schon vergriffen. Der Bedarf nach den bis zu 500 Euro teuren Geigerzählern ist riesig. Naja, das Geld wäre vermutlich mit ein paar Nachhilfestunden in Physik besser investiert gewesen. Und dann natürlich die Migrationspolitik. Angela Merkel hat die Grenzen geöffnet und seitdem hat sich in der CDU nichts geändert. Hier und da möchte man zwar ein bisschen härter durchgreifen, aber von einer Wende sind wir weit entfernt. Und dass gerade Friedrich Merz so etwas sagt, von dem wir ja wissen, dass es seine Meinung ganz, ganz schnell ändern kann. Ich will ja nur noch mal hieran erinnern. Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein. Grünen können
kein Koalitionspartner für die Union sein. Für Merz ist auch Schwarz-Grün eine Koalitionsoption. CDU-Chef Merz nämlich hatte die Ökopartei noch im vergangenen Jahr zum Hauptgegner innerhalb der Bundesregierung erklärt. Nun zeigt er sich offen für ein Bündnis auch mit den Grünen. Nur dann, wenn wir mit Abstand vor allen anderen liegen, kann es wirklich einen solchen Kurswechsel in Deutschland geben. Kretschmann sieht sehr große Chance für Schwarz-Grün im Bund. Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie. Nach Parteikollege Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg flirtet nun auch die grüne Bundesvorsitzende Ricarda Lang mit der Union. Schließt eine Koalition nach der nächsten Bundestagswahl nicht aus. Das ist auf jeden Fall eine Option. Wenn Sie die Realität so verweigern, wie Sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Aber es gibt keinen einzigen Vorschlag der Grünen in Deutschland für eine Begrenzung der Migration in Europa. Ich kenne ihn nicht, sagen Sie ihn mir. Das, was tatsächlich dazu führen würde, dass weniger Menschen hier ankommen, wäre, wenn wir europäisch besser verteilen. Das ist der Weg dazu, dass andere Länder natürlich, wir haben ja einfach Länder, ich kann die anderen Länder doch nicht dazu verpflichten, Frau Lange. Ich kann die doch nicht zwingen dazu. Die wollen nicht. Ganz Europa will diese europäische Migrationspolitik nicht. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein. Tja, Herr Merz, jemand, der so schnell seine Meinung ändert, dem nimmt man eben nicht ab, dass es unter einer CDU mit Friedrich Merz wirklich einen Kurswechsel gibt. Aber immerhin kommt er ja beim Flunkern noch ziemlich ins Schwitzen. Also in der Beziehung haben die Grünen deutlich mehr Erfahrung, da kann Herr Merz noch was lernen. Und gegen die offensichtliche Alternative hat er sich ja ganz deutlich ausgesprochen. Also gibt es am Ende wieder ein Schwarz-Grün, das heißt natürlich, es gibt keinen Kurswechsel und ich denke, wir wissen auch alle ganz genau, wer bei der Beziehung zwischen CDU und Grünen die Hosen anhat. Ich glaube, Friedrich Merz lebt einfach noch in den 90er Jahren. Ja, das wird am Ende grüne Politik mit schwarzem Anstrich. Und für all diejenigen, die sich nach wie vor überhaupt nicht vorstellen könnten, die AfD zu wählen, gäbe es ja zumindest eine weitere Option, da ja jetzt die Werteunion und Bündnis Deutschland verschmolzen sind. Aber natürlich kann man über so etwas nicht berichten, ohne das Framing ultrakonservativ zu verwenden. Die Werteunion unter Hans-Georg Maaßen hat sich ja von der CDU abgespalten. Ja, man könnte schon sagen, sie wurden regelrecht rausgeekelt. Dann ist die Werteunion fast zerbrochen, weil sich Hans-Georg Maaßen kritisch über die AfD geäußert hat. Dr. Markus Krall, der ursprünglich ebenfalls Mitglied der Partei war, hat diese dann kurz nach der Gründung verlassen und ist dann zu Bündnis Deutschland gegangen. Markus Krall, der ja libertär eingestellt ist, also für eine freie Marktwirtschaft ist, sich also für weniger Staat und mehr Freiheiten ausspricht, könnte der deutschen Wirtschaft auf jeden Fall guttun. Hier könnte sich also praktisch eine neue FDP bilden, beziehungsweise das, was die FDP sein sollte. Das könnte auch durchaus der alten FDP ein paar Stimmen kosten, womit sie definitiv raus wäre. Die Entwicklung in Deutschland ist also durchaus interessant. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Bleibt natürlich wie immer sachlich dabei. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.